Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal zusammen unseren Blender reinigen. Das ist wirklich super simpel, denn dieser Blender hier, das ist der AMZ Chef, hat ein Pulsprogramm. Das heißt, wir können hier schnell hochfeuern. Dadurch spritzt uns nämlich die Reinigungsliquid, was wir gleich benutzen, schön hoch und wird uns erstmal den ganzen Dreck ein bisschen anlösen. Denn, ihr habt gesehen, ich habe hier ein paar Stellen gemacht und ja, ist ganz klar, dass danach sieht es dann so aus. Ne? Oh, ich sehe, da ist ja noch was drin. Ey. Moment, das wollen wir jetzt nicht verkommen lassen, oder? Leckere Erdbeeren. Das schütten wir uns erstmal noch ab. So, guck mal hier. Oh, lecker. Das schütten wir uns nicht weg, Leute. Warte, ich greife mal kurz hier durch. So, jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen hier den Rest raus. Oh, lecker, Erdbeere. So, nochmal zurück zum Keks. Hier ist alles schön dreckig drin. Was machen wir? Wir gehen hin und das Wasser einmal kurz durchschwenken, abgießen. Jetzt füllen wir hier unser Gerätle circa mit einem Dreiviertel Liter Wasser voll. Zack, packen das wieder auf unseren Blender drauf, Deckel drauf. Und jetzt werden wir nämlich das Reinigungsprogramm starten. Das heißt, Blender an. Hier sehe ich sogar ein bisschen Erdbeer noch drauf. Das sollten wir vielleicht mal wegmachen. So, okay, jetzt haben wir das auch schon sauber gemacht. Jetzt gehen wir ins Pulsverfahren. Ihr seht, wie das Wasser bam, bam nach oben gesetzt wird. Durch dieses Pulsverfahren haben wir jetzt ganz viel Schmutz vorgelöst und können jetzt uns das abnehmen. Dann können wir schon mal hingehen, machen den Blender aus, nehmen uns ein Tuch, wischen einmal oben über das Silikonpad. Hier, ne? Wir können auch dieses Silikonpad uns abmachen, indem wir es oben herausschütten. Guck mal, zack, zack, zack. Und dann können wir hier nämlich auch dann dran. So. Und könnten hier drunter, ne, das reicht, weil warum sollen wir es jetzt abmachen? Also es wäre auch möglich, es zu entfernen, aber ich finde es eigentlich nicht vonnöten. Außer wenn es mal richtig, richtig, richtig unter Dreck steht, dann könnt ihr das auch noch nach oben dann hinwegsetzen. Aber ich finde, es reicht, wenn ihr dann hier drüber mit einem Lappen geht, weil es ist ja abgedichtet. Auch die äußere Hülle schön mit einem Lappen durchgehen, dann ist unser Körper schon mal sauber. Jetzt gehen wir weiter und reinigen diesen Bereich hier. Das heißt, hier können wir nochmal hingehen, durchstecken. Jetzt kommen wir erstmal hier oben hin. Das ist der Deckel. Das heißt, Deckel zuerst. Fließendes Wasser, runterhalten, abspülen. So, guckt hier. Zack, zack. Sauber! Läufiges. So, nächstes Teil. Deckel selber. Genau das gleiche. Fließendes Wasser. Schaut, dass ihr hier die Gummidichtung einmal mit den Fingern lang geht. So, und hiermit reinigen wir schön die Gummidichtung, die Zwischenräume der Gummidichtung. Ihr könnt das auch mit ins Spülwasser tun. Und schon ist es wieder sauber. Geht wirklich ganz nice. So, und nun kommen wir zum Hauptakteur. Das heißt, das war's schon. Cool. Ja, ne? Ihr habt gesehen, ich könnte jetzt noch einmal durchspülen. So. Einmal durchspülen. Zack. Bisschen schütteln. Ausgießen. Und was ist? Er ist sauber und nice. Wirklich cool. Hier unten immer aufpassen. Die Messer haben eine Schnittkante und die kann nicht gefährlich werden. So, und das war's schon. Also ihr könnt jetzt noch mit dem Lappen hier hinterlang gehen. Das geht natürlich alles noch. Aber ich finde so absolut ausreichend. Hinstellen, abtrocknen lassen. Oder ihr nehmt euch ein abtrocknetes Tuch und macht dann diesen Blender noch direkt in einem dann trocken. Und dann könnt ihr ihn wieder zusammenbauen. Das heißt, also hier abtrocknetes Tuch nehmen, über alle äußeren Parts erstmal. So, zack, innen, ja, so, zack, zack, zack. Sehr schön, können wir hier wieder draufstellen. Dann nächstes Teil, abzwitschern,
äußeres Teil schön setzen. Zup, 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 zup. Jetzt leicht wieder drauflegen, Schub absetzen, trocken machen. Und damit ist unser Blender wieder einsatzbereit und bereit. Hier, den Stopfer, den Temper, gehen wir einfach hin, machen den auch noch trocken und haben unser Gerät einsatzbereit wieder zusammengebaut. So einfach bekommt ihr diesen schönen Blender wieder hin. Und ich finde, das Coolste ist, das geht natürlich auch mit anderen Blendern, die jetzt kein Pulsverfahren haben. Da müsstet ihr dann hingehen und hier hoch, runter, also die Drehzahl immer ändern. Vor allen Dingen ist es wichtig, die Drehzahl an das Höchstmögliche anzupassen, dass nämlich so viel wie möglich das Wasser dann nach oben abhaut und sich hier gegenspritzt, damit so viel wie möglich von dem Stuff, von dem Dreck dann runtergespült werden. Und dann könnt ihr danach noch euren Arbeitsplatz sauber machen, damit der Mutti nicht rummeckert. Und dann seid ihr wieder da und könnt neues Smoothie-Abend toll bestehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.